Hallo meine Lieben, heute geht's um den Goblin 500 Sport Carbon. Ich habe für euch ein Zeitraffer-Aufbauvideo mitgebracht, wo ich währenddessen ein paar Kommentare dazu erzähle. Und als erstes beginnen wir mit dem Unboxing. Da haben wir die Anleitung wieder farbig und bebildert. Einen etwas größeren Karton, in dem wahrscheinlich wieder die Haube ist und das Frame. Genau. Da es sich um die Carbon-Edition handelt, haben wir eine Carbon-Haube in Gelb-Schwarz mit Sichtcarbon. Finde die Haube richtig gut gelungen. Sie leuchtet wirklich sehr in der Luft. Im Karton befinden sich außerdem die Frames aus Carbon, 2 mm um genau zu sein, ein Plastikteil für unten, die Kufen für das normale Sportdesign und die Kufen für das Carbon-Sportdesign. Da hat man nämlich 2 normale Kufen, die, wie ich finde, richtig gut aussehen und das gefällt mir ein bisschen mehr als das normale Sportdesign. In dem nächsten kleineren Karton finden wir die Alu-Teile, richtig schön aufgemacht in solchen Schaumstoffmatten. Das macht das Ganze natürlich sehr wertig und macht beim Aufbau noch mehr Spaß, die Teile dann auszupacken. Das Besondere am neuen Goblin 500 Sport und auch beim Sport Carbon ist, dass erstmals die Hauptplatte aus einem Plastik gefertigt wurde. Der Rest ist nahezu gleich. Was noch anders ist, ist das neue Hauptzahnrad. Das gab es schon als Upgrade. Das hatte ich schon in meinen anderen Goblin. Aber wer das noch nicht hatte, für den ist das auch ein neues Hauptzahnrad. Im letzten Karton befinden sich dann alle weiteren kleinen Tüten. Heckteile zum Beispiel. 2 Batterie-Trays. Das ist besonders. Beim letzten Mal waren, glaube ich, nur einer dabei. Weitere Kleinteile für die Taugescheibe und so weiter. Der Motorriemen. Teile für den Kopf oder fürs Heck. Weitere Teile für das Carbon-Heckrohr. Sowie eine Tüte mit Spare-Parts, wo so Kleinigkeiten drin sind, die man immer mal schnell verliert. Das finde ich richtig gut. Außerdem die Seriennummer, die bitte unbedingt auf der Goblin-Webseite registrieren. Gibt nur Vorteile. Und Teile für die Servos. Das Besondere ist bei dem neuen Sport, dass auch Standard-Servos reinpasst. Dafür habt ihr alle Spacer dabei. Ob ihr nur die MIDI nehmt, die etwas kleineren MIDIs oder die Standard-Servos. Und das war's schon. Was natürlich jetzt noch kommt, ist das ganze Heckrohr. Das fehlt natürlich noch. Zwar befindet sich das in dem längsten Karton. Die Besonderheit beim Sport ist, dass jeweils 2 Haupt- und Heckblätter dabei sind. Sie sind alle beide gleich, es ist einfach eine Zugabe von SAB.
Das Heckrohr ist übrigens auch neu gestaltet worden. Das seht ihr dann beim Aufbau an sich. Alles in allem ist wie immer alles hochwertig verpackt. Man hat nicht das Gefühl, dass es lieblos reingeschmissen wurde. Alles hat seinen Platz und es macht wirklich Spaß, auch den Karton auszupacken. Als erstes öffne ich erstmal die bebilderte Anleitung und verschaffe mir einen kleinen Überblick. Da es nicht mein erster Goblin ist, den ich aufbaue, habe ich natürlich so schon mehr Erfahrung als wie einer, der noch nie einen Goblin gebaut hat. Dennoch schaue ich trotzdem nochmal in die Anleitung nebenher, um auch wirklich alle richtigen Schrauben dann zu fassen und schaue mir natürlich auch die Anleitung an sich an. Wie ihr seht, ist die Anleitung auch schön bebildert. Das heißt, man kann auch wirklich nichts falsch machen. Zusätzlich ist dann noch ein Infoblatt mit beigelegt mit ein paar Tipps für den Goblin 500 Sport und allgemein auch für andere Goblin Helis anwendbar natürlich. Dann fangen wir mal an. Ab jetzt wird das Ganze ein Zeitraffer-Video, das heißt, ich habe das Ganze verschnellert, um es einfach wirklich zu verkürzen. Ich nehme mir mal beim Bauen ein bisschen Zeit, weil ich das immer am schönsten finde, am ganzen Hobby, dass schön alles ordentlich zusammengeschraubt werden kann. Was ich hier mache, ist, ich entgrate die CFK-Platten, da ab und an doch mal eine etwas schärfere Kante dran sein kann, wo dann eventuell irgendwelche Kabel mit Leidenschaft gezogen werden könnten. Das mache ich mit tausender Schleifpapier, das geht am einfachsten und am schnellsten. Dabei bitte aufpassen, dass man sich nicht den Carbonstaub ins Auge schmiert oder so, am besten danach direkt Hände waschen oder wenigstens abputzen. Für das Plastikframe werde ich nochmal die Bohrmaschine zücken und zwar hat das den Grund, dass ich unten dann zwei Löcher reinbohren kann, die dann mir helfen, den Regler besser zu befestigen. Dazu habe ich so einen 4 mm Bohrer genommen und mache einfach vier Löcher rein. Nun kann ich das Plastikteil auch mit dem Frame verbinden und habe dann keine Probleme, den Regler später zu befestigen. Übrigens ist dieser Tipp jetzt auch inzwischen in der Anleitung zu finden. Wie gesagt, wer schon mal einen Goblin 500 gebaut hat, wird jetzt hier nichts Neues entdecken. Es bleibt einfach beim alten Schema, weil das wirklich funktioniert und man da nichts optimieren musste. Zum Beispiel ist wieder das Klicksystem für die Akkus dabei, was ich persönlich ziemlich toll finde, weil ich nämlich ein Fan davon bin. Wer das Ganze noch weiß, ich habe damals ja auch ein anderes Chassis für mein Goblin 700 gehabt. Das Ganze hatte auch ein Klicksystem für die Akkus. Übrigens ist das neue Carbon-Landegestell auch mit dem Carbon Halterung versehen. Bei der anderen Version ist vorne Plastik, hier ist vorne Carbon, was das natürlich alles ein bisschen optisch aufwertet. Das ganze Set könnt ihr übrigens auch an euren normalen Goblin 500 Sport bauen.
Das komplette Set gibt es für 46 Dollar bei goblin-helikopter.com. Das Aufkleben der Decals war etwas schwierig, hat sich dann aber doch richtig rausgestellt. Ich dachte erst, das war falsch rum, aber das hat dann alles gepasst. Das Anbringen fand ich auch etwas schwierig, aber das liegt daran, dass man das so anbringen muss, während es am Chassis schon alles befestigt ist. Das macht man natürlich normalerweise andersrum, war aber in der Anleitung so vorgesehen, deswegen habe ich das auch so gemacht. Da die Form etwas anders ist, musste ich natürlich auch erstmal gucken, wie rum das Ganze drankommt. Hat sich dann aber schnell erübrigt. Eigentlich bin ich ein Fan davon, eine Chassishälfte abzulassen, um später die Verkabelung einfacher durchzuführen. Aber der Einfachheit halber wegen dem Carbon-Landegestell musste ich das jetzt alles direkt anbringen. Wer das noch nie gesehen hat, es sieht so aus, dass ich eine Seite demontiert lasse, der Carbon-Seitenplatte, und die andere normal montiere. Die Schrauben mir dann zurechtlege, alles verkabel und dann einfach die andere Platte dran schraube. Das heißt, die ganze Verkabelung ist dann nur auf einer Seite, was für mich einfacher ist zu verkabeln, gerade bei so einem kleineren Heli, was dann aber auch zulässt, dass man alle Kabel innen verlegen kann. Beim Goblin an sich ist das natürlich etwas einfacher gestaltet, weil man nicht so viele Kabel durch das ganze Chassis ziehen muss, sondern nur die Reglerkabel, und die haben ja einen festen Weg in dem Plastikteil, was natürlich wiederum das Ganze einfacher macht. Und mit dem Carbon-Landegestell sieht der Heli auch wirklich richtig sexy aus. Er liegt richtig gut schon auf dem Boden. Steht der schon richtig gut, und in der Luft sieht das noch besser aus. Gerade mit der neuen Haube, das gefällt mir richtig gut. Da wurde das alte Design etwas überarbeitet, und wie ich finde, ist das super gut gelungen. Hier sieht es nochmal von allen Seiten. Ich musste natürlich direkt einmal die Haube aufsetzen und einen netten Schnappschuss machen. Während ich das aufbaue, mache ich nämlich noch Fotos für den Blog. Auf meinem Blog könnt ihr dann das Video und die Bilder dazu nochmal genauer anschauen. Da ich jetzt wirklich nicht wusste, wie es weitergeht, musste ich kurz in die Anleitung schauen, aber das hatte sich das schnell erübrigt, weil ein paar Schrauben übrig geblieben sind. Das passiert auch mir, aber hatte sich dann geklärt. Als nächstes habe ich dann weitergemacht mit dem neuen Plastik-Chassis-Teilen, beziehungsweise mit den neuen Plastik-Frame-Teilen, wie auch immer man die am besten nennt. Hauptplatte, wie auch immer. Musste mich da auch erstmal reinfutzeln, auch wenn es das gleiche ist. Aber seit ich das letzte Mal im Goblin aufgebaut habe, ist auch ein bisschen her, deswegen musste ich auch erstmal schauen. Aber das Ganze ging mir dann doch recht schnell von der Hand. Und was mir mal wieder positiv aufgefallen ist, ein Goblin lässt sich einfach fix zusammenbauen. Also man hat eigentlich gar nicht so lange den Bauspaß dran, aber alles in allem, da alles super passt und wirklich clevere Ideen dabei sind, auch mit den ganzen Schraubhilfen im Plastik. Also das ist alles doch hochwertiger, als ich gedacht habe. Ich hatte nämlich erst die Angst, dass durch das Plastikteil der Goblin etwas weniger edler gestaltet ist, aber das ist nicht so. Es ist alles wie immer steif und passt wie angegossen, wie man das halt sich wünscht. Hier auch bei dem Aufbau wirklich darauf achten, dass man penibel die Schrauben sichert. Das wird euch am Ende nach dem 100. Flug spätestens bewusst, wenn ihr ein paar Schrauben nicht gesichert habt. Natürlich auch auf das Lagerspiel achten. Als nächstes kommt der Kopf.
Den kenne ich ja auch schon, wie ihr wahrscheinlich auch. Da hat sich nicht viel getan. Es bleibt einfach bei den HPS-Design, beziehungsweise bei den normalen Flyberless-Design, welches sich einfach jetzt bestätigt hat. Das DFC-Design war nur ein kurzer Sprung sozusagen und hat sich nicht durchgesetzt. Auch wenn ich meinen Goblin 700 wirklich 3 Jahre lang mit dem DFC-System geflogen bin, ohne irgendwelche Probleme zu haben, habe dann aber auch auf HPS gewechselt, da mir das ein bisschen zu unsicher war, weil irgendwie nach 200-300 Flügen hatte ich dann nicht mehr so das Vertrauen in den DFC-Kopf, weswegen ich das getauscht habe. Ich habe für euch extra nochmal ein weißes Blatt Papier untergelegt, dass ihr wenigstens ein bisschen seht. Beim Goblin ist das so, dass man die Lager selbst einsetzen muss. Bei anderen Heli-Herstellern ist das meistens vorgefertigt. Finde ich aber ein bisschen besser, weil man dann einige Fehler umgeht oder Festschrauben umgeht. Man macht einfach alles selbst und weiß dann auch, wenn Fehler passiert ist, dass man auch selbst schuld ist und nicht jemand anders. Zwischenzeitlich musste ich dann nochmal gucken, weil in der Anleitung ja ein Fehler drin war. Hab das dann auch leider nicht direkt gefunden. Hab es dann aber nachhinein nochmal nachgedacht und natürlich den Fehler berichtigt. Der Wie ihr seht, habe ich den Kopf nochmal demontiert, weil mir ein kleiner Fehler unterlaufen war. Bitte achtet darauf, dass ihr die Arme für die Anlenkung wirklich festmacht, bevor ihr die Hauptrotor, die Blattlagerwelle einbaut, weil sonst habt ihr das Problem wie ich und ihr müsst den ganzen Kopf nochmal auseinanderschrauben. Durch das neue Tool könnt ihr übrigens auch die ganzen Kugelkopfpfannen besser eindrehen. Dafür müsst ihr nur an der Seite die Kugelpfanne reinstecken, dann mit den dünnen Anlenkgestänge das festdrehen und habt das alles schön in der Hand. Wie ihr seht, baue ich das alles nach Anleitung ganz genau auf. Also ich messe das Ganze auch ab und habe bisher nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Blattspurläufen oder irgendwelchen Drifts. Ich achte beim Einstellen da penibel drauf, weil ich finde, wer sein Heli nicht manuell richtig einstellt, also nicht im Flyberless-Programm, sondern so, der wird auch später Probleme mit dem Flyberless haben. Übrigens ein Tipp an alle Anfänger: Ich empfehle generell jeden Anfänger erstmal mit einem Paddelkopfsystem anzufangen. Da gibt es richtig schöne Paddelköpfe von Align und Co. Die solltet ihr euch erstmal anschauen, bevor ihr auf Flyberless wechselt. Ich finde nämlich, dass man ohne Paddelkopf manchmal das Flyberless-System überhaupt nicht versteht. Und man lernt natürlich das Fliegen besser, wenn man einen Paddelkopf mal geflogen ist. Hier baue ich gerade die Servos ein. Die ganze Elektronik kommt von meinem alten Goblin 500. Und ist somit schnell wieder eingebaut, weil ihr seht, ich habe das V-Stabil noch verkabelt gelassen, dass ich auch die richtigen Servos an den richtigen Ort bringe. Das Gute am Goblin-System ist nämlich, dass sich die Geometrie nie ändert. Das heißt, wer ein Upgrade machen möchte von seinen alten Goblin 500, braucht nicht unbedingt denken, dass er jetzt die ganze Elektronik neu einstellen muss. Nein, man kann einfach das fix umbauen und muss dann nur noch das Setup anpassen natürlich und kann direkt fliegen gehen. Wie ihr hier seht, baue ich auch direkt das Heckservo ein. Das sind nur 4 Schrauben. Das geht schnell und einfach.
Da man jetzt noch an alles rankommt, kann man auch direkt schon verkabeln. Muss jetzt einfach nur das obere Teil einpassen und festschrauben und schon hat man den Heli im Prinzip halb fertig. Jetzt kommt die Trommelscheibe dran, die ist auch wie beim allen anderen schnell aufgebaut. In der Zeit mache ich noch die letzten Andenkungsgestänge und kann dann gleich loslegen. Normalerweise könnte man jetzt das Grundsetup machen, da ich aber Prinzip schon ein Setup auf meinem Pausstabi habe, was zum Goblin 500 passt und auch richtig sein sollte, baue ich den Heli jetzt erstmal zu Ende und mache das Setup zum Schluss. Die Servos sollten nämlich an dieser Stelle direkt gemittelt werden, mit Hilfe eines Servo-Testers oder normalen Receivers. Jetzt baue ich auch den Regler ein und ihr seht gleich auch, wieso die Löcher drin sind. Kabel gehen schon zum Empfänger, dass ich weiß, welches welches ist. Der YGE hat ein Slave und ein Masterkabel. Jetzt kann ich nämlich den Kabelbinder einfach durch die Löcher ziehen und kann den Regler so schnell und einfach befestigen. Als nächstes kommt der Motor dran. Ich fliege aktuell noch den Quantum-Motor. Das wird sich aber bald ändern. Den Motor einzupassen war ein bisschen tricky, weil das sonst immer richtig saugend ging. Bis ich dann festgestellt habe, dass man ein bisschen hebeln muss, ist natürlich eine kurze Zeit vergangen. Also da vielleicht nochmal ein bisschen sorgsamer umgehen. Ihr seht ja, dass ich da ein bisschen fummeln musste. Aber am Ende hat es dann doch gepasst. Ich habe
währenddessen auch direkt das Ritzel befestigt. Und zwar dreht man dazu den Riemen samt Ritzel, so dass oben und unten von dem Hauptriemenrad ca. 1-2 mm Platz ist. Wenn das nicht der Fall ist, kann es nämlich dazu kommen, dass der Riemen reißt. Und nochmal eine Haube drauf, weil es so schön ist. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Heck. Das sind die Tüten dafür. Die packe ich jetzt erstmal aus. Das Heck ist wie beim 570er aufgebaut. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen futuristischer gestaltet, ein bisschen neuer, ein bisschen schlanker. Und da sind die Aluteile auch wieder in dem Schaumstoff. Und das Ganze wird wie beim jeden anderen Goblin auch zusammengebaut. Das Besondere ist ja bei dem Heck, dass es auch normal wie ein Kopf gedämpft ist. Das heißt mit O-Ringen hier in diesem Falle. Da achtet bitte nochmal darauf, dass ihr auch alle Lager richtig rum einsetzt, die Lager fettet. Und alles natürlich richtig fest zusammenschraubt, dass das auch alles super hält. Weil wenn das Heck natürlich wieder nicht richtig gedämpft ist, gibt es wieder Probleme. Und das Ganze am Heck zu haben, ist ein bisschen schlimmer als am Hauptrotorkopf. Das kann ich euch sagen. Hab schon viele gehört, die Probleme mit ihrem Heck hatten. Und am Ende lag es einfach daran, dass das Heck nicht richtig zusammengebaut war. Irgendwo ein Spiel vorhanden war, eine Schraube zu fest geschraubt wurde oder was falsch rum zusammengebaut wurde. Ich habe bisher keine Probleme mit meinen Goblins gehabt, was auch danach rührt, dass ich alle sorgsam aufgebaut habe und lieber zweimal in die Anleitung geschaut habe, als dass es dann falsch gelaufen wäre. Hat das euch auch hier ein bisschen langsamer laufen lassen, dass ihr dann auch genau seht, was ich zusammenbaue. Beim Heck ist darauf zu achten, dass wenn ihr dann gleich das Riemenrad hinten einbaut, dass ihr den Riemen vorher drüber legt, weil sonst kriegt ihr den im Nachhinein nicht mehr rein. Auch hier kommen aufs Heck Decals drauf, die ich auch wieder super gelungen finde. Das Gelb sticht einfach richtig raus. Wer mich kennt, ich bin früher immer gelb geflogen, das hat sich dann zu rot geändert, aber inzwischen gefällt mir das Gelb wirklich richtig gut. Das leuchtet richtig schön und ist wie der Sommer. Beim Einbau vom Riemenrad bitte auch darauf achten, dass ihr die Matenschraube richtig befestigt. Da ist eine kleine Einkerbung auf der Welle, dass ihr das auch richtig trefft und dann auch richtig festmacht. Da auch lieber nochmal zweimal schauen. Ich mache mir jetzt gerade ein bisschen Platz, weil das doch etwas größer wird alles hier. In der anderen Tüte, ich glaube Bag 11 oder 14, sind dann die Carbonteile drin. Dazu müsst ihr das doppelseitige Tape draufkleben. Da bitte ganz sorgsam umgehen, dass ihr dann auch nicht das schief aufklebt. Die neue Heckanlenkung ist ein bisschen anders geführt. Das geht jetzt komplett durch und ist komplett fest dann, dass die Heckanlenkung. Es hat den Vorteil, dass
es nicht mehr rausflutschen kann. Mir ist es selbst nicht passiert, aber es soll wohl bestimmt ein paar passiert sein, weil das ja geändert wurde. Die Heckanlenkungen empfehle ich mit Epoxy fest zu machen. Hier auf dem Video mache ich das mit normalen Sekundenkleber. Es ist aber mit Epoxy wesentlich besser. Das habe ich im Nachhinein dann nochmal geändert. So, und dann gibt es auch schon die Hochzeit. Schwuppsdiwupps, Heckrohr ist dran. So schnell geht das. Was nicht mehr im Video zu sehen ist, wie ich den Heckriemen spanne. Das mache ich nicht auf dem Tisch, das mache ich immer auf dem Boden, weil ich da einfach viel besser den Heli halten kann und auch den Riemen besser spannen kann. Dann legen wir mal los mit dem Setup. Ich habe jetzt schon alles aufgebaut, ich habe ihn angemacht. Ich habe die Servos nicht umgestellt. Es ist alles noch wie vom alten Goblin 500. Ich habe alles ausgebaut und habe alles zusammengelassen. Sogar das V-Stabil habe ich auf der alten Platte gelassen. Das Einzige, was ich jetzt neu gemacht habe, ist so ein Backup-Guard. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich nicht, weil ich alles auf dem Bildschirm eingestellt habe, dass man den nämlich gut sieht. Weil ich glaube, das interessiert mehr als dieses Mechanische. Das passt nämlich soweit ganz gut. Ich habe wirklich nach standardisierten Maßen alles eingestellt. Die Servos waren ja noch... Es ist ja der gleiche Kopf. Also hat sich nichts verändert in der Geometrie. Es ist alles gleich geblieben. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist das Heck einstellen, weil das nicht so richtig passt. Da muss ich aber nur das Servo einmal... Das Servohorn einmal lösen und dann umstecken. Ich gehe jetzt einfach mal in das... Setup rein. Ihr seht hier schon, was für einen Stil ich fliege. Ich habe drei Bänke. Einmal eine kleine Drehzahl, das ist auf jeden Fall unter 1700. Eine mittlere, Quatsch. Eine kleine Drehzahl, die ist auf jeden Fall knapp über 2000. Genau kann ich das nicht sagen, weil ich es bisher noch nicht gemessen habe. So, gehen wir mal ins Setup rein. Ich kontrolliere das jetzt zum ersten Mal. Also wenn jetzt was ist, vielleicht schneide ich es raus, vielleicht lasse ich es auch drin. Der Interessehalter, ich mache kein neues Setup. Mit dieser Masche, sage ich mal, fahre ich schon sehr gut. Ich habe meinen Goblin 700 vorher auf dem TDR gehabt und davor auf einen Vision 90 und davor auf einen T-Rex. Und ich habe bisher an den V-Stabi eigentlich nichts verändert. Also nur minimal angepasst, so wie ich das jetzt mache. Und sonst habe ich da nie was geändert. Und selbst als ich den Goblin umgebaut habe, auf das andere Chassis habe ich nichts verändert. Nur auf dem HPS-Kopf das gewechselt habe, habe ich kurz was Kleines verändert. Aber eigentlich auch nichts im Grundsetup. Also das ist... Wie gesagt, einer findet es vielleicht blöd, der andere findet es interessant zu wissen. Ich mache das schon ein bisschen länger so und ich bin damit zufrieden. Und deswegen habe ich auch V-Stabi, weil ich finde, das System ist einfach sehr selbsterklärend, sehr detailliert. Also ich habe die Pro-Version, man kann sehr viel einstellen. Und ich hatte auch mal das Icon, also das Brain. Auch das Microbeast hatte ich einmal kurz benutzt, aber die ganzen Systeme haben mir nicht gefallen. So, Empfänger bleibt gleich. Ich habe hier ein Maxima SL von Hightech. Ich fliege mit der Aurora 9, falls das noch niemand weiß. 9X meine ich. Und die fliege ich auch schon etwas länger und bin sehr zufrieden.
So, das mitte ich einmal, ob das noch alles stimmt, aber das passt. Das ist auch noch richtig. Genau, das passt. Okay, so, ich habe ja schon mal kontrolliert und die Servos laufen alle richtig. Habe ich alles richtig angeschlossen? Null Pitch stimmt auch. So, ich hoffe, ihr könnt es weiter sehen. Ihr seht jetzt hier, dass ich da ein bisschen trimmen musste. Das werde ich jetzt nicht verändern. Ich werde einen anderen Tag nochmal da probieren, was zu machen. Aber da brauche ich ein bisschen Ruhe für, so abends vom Fernsehen oder so. So, und jetzt seht ihr noch auf der GoPro oben, dass ich genau von Linie zu Linie gehe. Das sind die 12 Grad von SAB schon eingezeichnet. Ich habe das Ganze auch schon mit der Pitch-Leere nachgemessen und das passt alles. So, genau, das ist ja dann ein Pitchweg. Zyklisch hatte ich auch schon gemessen. Können wir jetzt aber trotzdem nochmal sehen. Das V-Stabi legt das so quer. Und wenn man dann ebenso das misst, sollte man 8 Grad haben oder mehr. Am Heck müssen wir jetzt was tun, weil das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dazu muss ich das Ganze aber leider drehen. Und dann könnt ihr das nicht mehr so genau sehen, aber ich hoffe, dass das trotzdem so funktioniert. Hier hatte ich das zum Glück schon gewechselt. Vorher war da Kreuz und man hat mal einen Kreuzschraubendreher dabei, ne? Kennt ihr ja das Problem, hat meistens nur die Imbusdinger dabei. Ich habe zwar einen großen Kasten mit allen möglichen Werkzeug normalerweise dabei, aber wenn man doch mal schnell fliegen geht und dann passiert ja meistens dann sowas, hat man nichts dabei. Außer die Imbusschlüssel. So, hier muss ich ein bisschen gröber rangehen. So. Das Servo ist jetzt mittig. Das habe ich schon gecheckt. Jetzt schaue ich hinten drauf und gleichzeitig vorne. Habe ich ein Glück. Das passt sogar ein bisschen Vorspur. Was es mit dieser Vorspur auf sich hat, kann ich euch auch nochmal erklären. In einem gesonderten Video dazu müssen aber ein paar Leute auch schreiben, dass es sie interessiert. Ich sichere übrigens alle Servoschrauben mit Loctite. Das hat einfach den Grund, weil es schon mal passiert ist, dass sich da die Schrauben gelockert haben. Ich bin zum Glück nicht abgestürzt, aber ich habe es halt gesehen und das hatte mir ein ganz unmulmiges Gefühl gegeben. So, jetzt kontrolliere ich nochmal den Weg hinten. Nach rechts stößt der an, wie wir hören. Dann stelle ich das hier einfach ein und lasse im Prinzip den Knüppel nach da und so lange, bis es nicht mehr dieses blöde Geräusch gibt. Und da war's. Jetzt probiere ich nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. 76 zu 66 ist ganz okay. Ist nicht das Optimale, aber das habe ich noch nie bei einem Goblin hingekriegt. So. Regler habe ich hier nicht eingestellt, obwohl ich den YGE habe, der das könnte. Aber ich bin so mit dem Regelverhalten eigentlich sehr zufrieden und deswegen bleibt das so. Ja, und dann sind wir schon durch. Das ging relativ fix. Und sollte es auch, weil ich bin zwar der Freund vom Neueinstellen, aber wieso sollte man es sich noch unnötig komplizierter machen, wenn es sowieso funktioniert. So. Gut, jetzt geht's zu den Kantenbändern für die Haube und ich habe mir überlegt, dass ich das dazu euch noch ein bisschen ranhole und einmal
mit euch das gemeinsam mache. Ich schaue mal eben Interesse halber in die Anleitung, weil das ist ja auch ein bisschen neuer, dass SAP das jetzt mit alles beilegt. Zumindest hatte ich das bei meinen letzten Baukästen noch nicht. Und SHB empfiehlt, das Ganze hier oben drumherum zu machen. Ich werde das wieder bis unten hinziehen. Das hat bei meinen Goblin ganz gut funktioniert. Also bis ganz runter. Und was ich noch benutze, sind diese Magnetschnellverschlüsse. Die habe ich auch von meinen alten Goblin übernommen. Das ist ja eine schöne Carbonhaube. Mal sehen, ob ich die wirklich immer benutze oder ob ich mir noch eine zweite Trainingshaube besorge, weil die, denke ich mal, kostet schon ein bisschen. Ich habe da bisher mich noch nicht erkundigt. Ja, dann fangen wir mal an. Hier sind die Knoppi-Crommets. Die brauchen wir ebenso bei diesem magnetischen System. Das sieht dann nämlich so aus. Huch. Und dann muss man mal gucken, ob das hier durch das Loch passt. Natürlich nicht. Was benutze ich dafür, um das aufzumachen? Und zwar nehme ich dafür meistens ein kleines Cuttermesser. Und drehe das im Kreis. Manchmal habe ich auch ein bisschen Schleifpapier zur Hand, aber ich habe jetzt nur das Feine, deswegen geht das nicht so richtig. Die Canopy Grommets aufkleben. Dafür habe ich mir dickflüssigen Sekundenkleber geholt. Der ist jetzt von dieser Marke. Wir haben da verschiedene. Der ist ein bisschen dünnflüssiger. Und ich nehme jetzt den. Nicht wundern, hier steht Klebstoff für EPP und EPO. Aber der klebt auch normale Sachen. Ne? Das ist wie ein normaler Sekundenkleber, nur der ist ein bisschen weniger stark. Und noch Aktivator dazu geholt, ist auch vom BDK. So. Schere habe ich. Hier habe ich das Band. Ich mache das als erstes immer ohne Klebstoff. Ich glaube, das passt sogar gerade so hier drum. Ja. Bei meinem anderen Goblin habe ich das durchsichtig genommen. Aber hier passt das Schwarze ganz gut. Deswegen nutze ich das hier. Ich wollte eigentlich vom Bau ein bisschen mehr zeigen, aber das Problem ist, dass ich da immer sehr spät abends gebaut habe und dann auch nicht mehr so redewütig war. Und das ging so schnell von der Hand und es brauchte eigentlich kaum Erklärung. Die einzigste Erklärung, die ich halt eingeblendet habe, habe ich nachhinein vertont. Ich wollte dann natürlich auch keinen Quatsch erzählen, weil meistens, wenn ich live filme, dann erzähle ich immer irgendeinen Quatsch. Und das wäre dann zu aufwendig gewesen, das Ganze immer rauszuschneiden und dann sowieso neu zu vertonen. Das habe ich schon bei der Skyrider-Drohne gemerkt, dass das keinen Sinn macht. Deswegen ist das auch alles nachvertont. So, jetzt habe ich das hier angelegt. Gehe dann nochmal drüber. Das sieht dann so aus, also ganz ordentlich. Hier besonders auf die Ecken drauf achten, sonst löst sich das ab und dann zieht sich das komplett ab. Benutze diese Dinger schon 3-4 Jahre. Das ist ja so Kantenschutz für Metallbleche. Kann ich für jeden Hubschrauber empfehlen. Ich habe es beim großen Goblin, ich hatte es beim TDR, ich habe es beim Rex gehabt. Und es lässt einfach die Haube ganz, um es mal so zu sagen. Also, man sollte es nicht von oben verkleben, weil Sekundenkleber natürlich, wie viele wissen, so eine blöde Eigenschaft hat. Deswegen gehe ich nach innen, lege mir die Haube so hin. Um jetzt mein neues Handtuch nicht dreckig zu machen, lege ich mir was drunter.
kann man das auch besser sehen. Ich schneide das Ende hier noch nicht ab. Und zwar fange ich hier vorne an. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Nein, kann man nicht. Stell einmal die Kamera um. So. So, ich habe jetzt einmal die Kamera umgestellt. Ich fange hier vorne an. Dort, was jetzt unscharf ist. So, ich fange hier vorne an. Was für ein Test, ob was rauskommt, wie viel. Wie gesagt, der ist sehr dickflüssig, deswegen lässt sich das gut auftragen. Ich nehme mir mal ein Schraubendreher zur Hand, das ist, und setze oben in die ersten Klappe so ein bisschen was rein, lasse es reinlaufen, dann lege ich es runter und ihr seht, das verteilt sich sofort und dann gehe ich einfach nur noch an der Kante lang. So dass es sich schön fest macht und so reinzieht. Kantenschutz immer mal wieder schön andrücken, aber nicht verrucken, weil sonst haben wir hinten einen unschönen Abschluss. Alle paar Zentimeter gehe ich auch noch mal unter den Kantenschutz, dass ich da noch mal mit dem Kleber überall hinkomme. Und stecke ihn dann wieder drauf. Das lasse ich immer mal zwischendrin einfach ein bisschen antrocknen. Gucke, dass das alles schön dran ist. So, jetzt schneide ich unten den Rest ab. Und obendrauf klebe ich es meistens nicht fest, außer hier unten. Dort, weil das, wie man hier schon sieht, so ein bisschen immer absteht. Das lasse ich erstmal reinlaufen. Dann drücke ich das mit einem Gegenstand runter und sprühe es ein und lasse es kurz wirken. So. Dann ist das hier ein schöner Abschluss. Ich mache das bewusst nicht mit dem Finger, weil dann gibt es so schöne hässliche Abdrücke. Bevor ich den Aktivator drauf sprühe, lasse ich das auch kurz anziehen. So, das haben wir. Wieder ein bisschen ablüften lassen. Und was ich jetzt noch gerne machen wollte, man sieht ja hier unten schon, das hat schon angefangen, sich so aufzupuppeln. Das geht ja ins Carbon rein und ich will jetzt mal einmal
probieren, ob das hier auch mit Kantenschutz passen würde. Den mache ich jetzt gleich erstmal so drauf. Schneide das grob mal ab. Dort kommt die Haube nämlich rein. Hier ist der Kantenschutz. Das habe ich alles schon unten mit ein bisschen Schleifpapier ein bisschen weicher gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie das passt. Okay, geht saugend drauf. Als ob ich die Haube zumachen kann. Ja, das passt. Ja, dann werde ich das jetzt noch festmachen. Wieder von innen. Das sieht man jetzt aber nicht. Dafür mache ich das eben schnell selbst. So, jetzt habe ich das alles festgemacht. Jetzt kommt noch dieses Zeugs rein. Und das funktioniert recht gut. Ich mache das meistens hier hinten noch dran. Um die Ecken. Dazu messe ich das mal grob ab. Ich setze das meistens ganz nah an der Kante an, weil es dann auch die meiste Wirkung hat. Soll ja das Heckrohr schützen. So eine kleine Kinderkrankheit, die irgendwie nicht weggeht, aber ich finde es gar nicht schlimm, weil der Fehler ist ja sowieso von der Haube überdeckt. Nee, seit neuestem sind ja die Hauben hier so ein bisschen nach innen. Weiß gar nicht, wie das SAB schreibt, sonst haben wir da auch immer was hingemacht. Genau, SAB hat jetzt davon nichts mehr geschrieben. Ich würde sagen, dann mache ich hier noch zwei, drei mehr von diesen Bahnen hin, um da wirklich das schön zu schützen. Machen wir mal ein Fitting, ob das jetzt alles passt. Beim Aufsetzen gab es ja immer so Probleme bei den Leuten. Ich zeige euch jetzt mal eine Möglichkeit, wie man am besten eine Goblin-Haube aufsetzt. Ich weiß, dass es viele sowieso schon inzwischen rausgefunden haben, aber viele, die sich einen Goblin neu kaufen, die wissen das halt noch nicht. Also man nimmt den Kopf so, dass die Blätter nach rechts und links sich drehen. Man nimmt die Haube wirklich so ein bisschen hier unten. Die hält das aus. Bleibt unten drauf. Lässt sie erstmal locker drauf fallen, schiebt sie unten drauf und dann am Ende macht man sie oben fest. Wenn da nochmal was nicht richtig klappt, dann einfach vorne drücken. So. Und dann hält das Ganze hier. Nun mal den Vorderansicht so ein bisschen. Mal so von oben, von unten. Vielleicht auch für einige interessant, wie ich das verkabelt habe. Das
mich jetzt schon stört, ist, dass das Gelb so schnell dreckig wird. Von der Seite und von hinten. Beim Absetzen locker machen, ein bisschen ziehen. Am Anfang geht es immer ein bisschen schwerer. Und dann nicht so abziehen, sondern wieder hinten auf und runter. Und fertig. Übrigens höre ich immer die Leute über die Heckblattfestigkeit reden. Und möchte euch gern mal sagen oder zeigen, wie ich das mache. Also die Blätter sind jetzt ja hier schon ziemlich saugend drin. Und um Vibrationen gegenzuwirken, sollte man die auch nicht zu fest ziehen. Manche sagen zwar, das ist egal, aber ich habe festgestellt, dass das überhaupt nicht egal ist. Das Heck arbeitet einfach besser, wenn die Blätter nicht zu starr sind, nicht zu fest. So. Jetzt kann ich das nicht demonstrieren, aber man... anderen Goblin 500 war das so, dass sie, wenn man leicht dran getippt hat, runtergefallen sind. Das wird sich hier dann auch noch einstellen in der Zeit. Mach sie handfest. Im Prinzip kann man, wenn sie dann eingelaufen sind, immer noch leicht bewegen. Das Ganze mache ich auch noch mit der anderen Seite. Ihr seht ja, die gehen relativ schnell rein. Finde ich an sich gut. Weil dann hat man schon mal die Festigkeit, die die Blätter auf jeden Fall aufweisen sollten. Und man kann noch einen Hauch hinzugeben. Ich nutze übrigens nicht meinen Finger, um die Mutter festzuhalten, sondern nur um sie zu fixieren, dass sie hier in diese Perforierung reinhüpft. Aber jetzt muss ich hier wohl doch zur Hilfe eilen. So, also nicht so doll fest. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu fest an der Seite. Ich stimme die so ein bisschen aufeinander ab. Hier hinten passt das soweit. Übrigens möchte ich euch ein Produkt ans Herz legen, und zwar viele kennen das schon, und zwar Dryfluid. Das nutze ich an allen Wellen und allen Sachen. Hier habe ich schon Dryfluid drauf gemacht, aber jetzt nochmal vom Flug mache ich es drauf, und zwar so. Normalerweise nehme ich auch manchmal die Pette, die hier, die Spritzenaufsatz, der hier beiliegt. Aber jetzt mache ich gerade so grobe Sachen, da braucht man das nicht. Ich arbeite das so ein bisschen ein, nehme hier auch die Kugelpfannen mit, weil die sind ein bisschen schwergängig noch. Das ist übrigens ein Tipp, auch die Kugelpfannen dürfen Dryfluid bekommen, weil hier ist eine Drehbewegung. Und selbst jetzt schon nach den 2 Tröpfchen ist das schon eine deutliche Verbesserung. Macht das auch hier hinten ans Gelenk dran, an den Kugelkopf. Na. Jetzt brauche ich doch die Spritze. Das war wirklich nur ein Tropfen. Übrigens, dieses Zeug ist so ergiebig. Das kostet um die 12 Euro. Und es ist sehr ergiebig. Das heißt, man muss nicht denken, oh nein, das ist dann schon nach einer Saison leer. Nein, ich habe mein Köfferchen, was ich immer auf dem Platz mitnehme, schon seit Jahren das gleiche Fläschchen drin. Und niemand glaubt es mir. Aber jeder, der dieses Zeug dann mal benutzt hat, der weiß das. So. Das
Dry Fluid hier nochmal, und zwar an alle Kugelköpfe. Auch an die Servos, wenn da ein bisschen tropft, ist das nicht schlimm, das zieht sofort weg. So, ihr seht ja, ich gehe damit ziemlich grob um. Das heißt, ich mache mir da keinen großen Kopf, ob ich das jetzt sauber auftrage. Jetzt mache ich hier noch was an die Welle. Die Schwerkraft tut den Rest. Das Tri-Fluid nutze ich meistens 2 bis 5 Mal im Jahr, je nachdem wie oft ich fliege, manchmal auch öfters. Ich habe da jetzt keine Regelmäßigkeit drin. Manche machen das in bestimmten Intervallen, aber wenn ich sehe, ah, das ist schon wieder ein Fettfilm, dann mache ich die Welle sauber und mache einfach ein neues Tri-Fluid drauf. Nach einer Zeit nutze ich das ab. Gibt es noch ein anderes gutes Mittelchen, und zwar ist das Gear Loop. Und das kommt hier, wie es schon sagt, auf die Gears. Und zwar ist dabei so ein Pinsel und ein Applikatorhilfe. Da ist schon ein Loch drin. Ne, da müssen wir noch ein Loch reinschneiden. Einfach ganz einfach, zwick's ab. Was ganz besonders gut schüttelt. Gerade wenn es länger lag. Dann setze ich hier diese Spitze auf. Nehme den Pinsel und gehe im Prinzip hier einmal oben an dem Getriebe lang. Wenn denn mal was rauskommt. So, ich mache dann immer so eine Viertel. Nehme den Pinsel und pinsel das so rein. Das macht natürlich ein bisschen eine Sauerei dann in die Haube, gerade wenn man eine schwarze hat. Wir haben auch schon überlegt, das in Schwarz herzustellen. Ich arbeite da mit den Rolf und anderen schon sehr eng zusammen. Das haben wir schon alles vorgeschlagen, aber leider ist das nicht so richtig umsetzbar mit Farbpartikeln. Deswegen müsst ihr euch da eventuell gedulden oder das einfach trotzdem benutzen. So, dann drehen wir das eine Viertelumdrehung weiter, und ich muss jetzt gucken wegen Rotorblättern. So. So, jetzt habe ich ein Loch hier richtig reingemacht. Wieder eine Viertel. Man sollte hier ein bisschen zügiger arbeiten, dass das einfach alles schön verteilt ist. Und die letzte Viertelumdrehung.
So, und so schon sind wir fertig. Ich mache noch hier was an Ritzel dran. Es ist egal, ob Plastik oder Metall, das wirkt an allen Flächen. So, das Ganze lasse ich jetzt kurz trocknen. Ich weiß, es ist eine kleine Sauerei, aber ja, den Pinsel gut sauber machen nach der Benutzung. Jetzt lasse ich das erstmal ein bisschen trocknen. Nehme mir noch ein Taschentüchlein zur Hand und mache das ein bisschen sauber. Manchmal, wenn das ein bisschen zu viel ist, gehe ich auch nochmal an der Oberseite dran lang. Aber ansonsten reicht das schon so. Und dann werde ich jetzt packen und dann sehen wir uns gleich auf dem Feld wieder. Auf dem Feld angekommen, habe ich den Heli erstmal nochmal einen Pre-File-Check gemacht. Ob alles funktioniert, den Akku in Ruhe festgemacht, nochmal die Wirkrichtung des Stabis kontrolliert, habe dann einen kleinen Schwebeflug gemacht, den ihr jetzt gleich seht. Und danach bin ich noch ein bisschen rumgeflogen, habe ein paar Testübungen gemacht. Das Ganze habe ich dann nicht mehr aufgezeichnet, weil ich einfach das schöne Wetter genießen wollte. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Flugvideo schauen, was ich im Schwarzwald gedreht habe. Da sind wir mit Inspire, mit Phantom und dem Goblin wandern gewesen mit dem Rucksack und sind dann im Schnee und am See geflogen. Das Ganze könnt ihr auf YouTube sehen, das kann ich euch in der Infobox verlinken. Und wie immer freue ich mich, wenn es vielleicht einen Daumen nach oben gibt oder einen netten Kommentar, denn Feedback ist das Einzige, wo ich dann weiß, ob es euch gefallen hat oder nicht. Es ist immer schön, wenn man ein bisschen Feedback bekommt und deswegen wäre das nett. Wenn ihr noch ein paar Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben über Facebook. Hier in YouTube geht das, glaube ich, nicht. Oder halt Twitter, Instagram und so weiter. Kann ich euch die sozialen Netzwerke auch nochmal in der Infobox verlinken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.